Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen Food Haul. Ich war beim Aldi. Ich habe ausgegeben, ich meine 69 Euro. Ich war kurz ein bisschen geschockt, weil ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel gekauft habe. Ich blende euch hier mal ein Foto ein, glaube ich. Das habe ich gemacht beim Aldi vor der Tür und dachte so, okay, der Boden ist gerade eben so bedeckt gefühlt und naja. Aber ich habe auch ein paar Sachen gekauft, wo ich weiß, dass sie ein bisschen mehr kosten und dann ist das in Ordnung. Genau. Ich habe keine Ahnung, wie lange mein Akku hält. Kann sein, dass ich hier einen Cut irgendwann machen muss und später weiterfilmen muss. Ich weiß nicht, wie sich die Laune vom Kleinen entwickelt, denn er ist noch wach. Es ist kurz vor 12 jetzt bei uns, Montag haben wir. Und ich fange mit den gefrorenen Sachen auch erstmal an und friere dann weg und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Wir hatten ja beim letzten Mal mehr oder weniger geklärt, beziehungsweise die Mehrheit von euch hat gesagt, dass ich keine Preise einblenden muss. Ich versuche so ein bisschen trotzdem die Preise zu sagen, für die, die es interessiert. Und falls ich die Preise noch im Kopf habe, versuche ich es, wie gesagt, immer mit dazu zu sagen. Und gerade wenn irgendwas im Angebot ist oder so, sowieso. Und essensplantechnisch mache ich ja nichts Fixes mehr hierhin. Aber ich kann euch für diese Woche tatsächlich sagen, was es geben wird. Heute... vielleicht nicht in welcher Reihenfolge, aber ich kann euch sagen, was es generell gibt. Wir haben, wie gesagt, Montag. Freitag sind wir auf eine Hochzeit eingeladen, da werden wir natürlich geil Buffet essen. Und Sonntag sind wir zu einem Geburtstag eingeladen, da wird, denke ich mal, gegrillt oder meine Schwiegermama kocht irgendwas. Ansonsten haben wir Montag bis Donnerstag und Samstag. Wobei ich Donnerstag noch nicht weiß, ob ich zum Sommerfest meiner Firma gehen kann oder nicht. Also, ja. Wir haben vor, diese Woche einmal Burger zu machen, wir haben vor, einmal zu grillen. Es wird einmal Fischstäbchen geben und einmal Bolognese. Das sind so die Sachen, die auf jeden Fall schon mal feststehen. Genau. Oh, hast du nichts mehr zu naschen? Oh, guck mal. Ich habe dem Kleinen so einen kleinen Naschteller hier fertig gemacht. Und jetzt hat er nichts mehr. Ich habe, er hatte irgendwie noch ein bisschen, was war denn das, Pflaume und dann so einen kleinen Fruchtriegel. Das habe ich ihm beides da drauf gepackt. Bitte schön. Alles wieder da. So, also wir fangen an mit den gefrorenen Sachen. Ich habe einmal von Jack's Farm, wie gesagt, ich war ja beim Aldi, ne? Jack's Farm Beef Burger XXL. Da sind 4 Stück drin. Das ist gut, weil ich habe auch 4 Brötchen. Genau. Und die hatten wir, glaube ich, schon mal. Und ich glaube, dass sie gut waren. Wir machen die immer im Opti-Grill. Haben, glaube ich, 5,49 € oder 5,99 € gekostet. Das ist so der normale Preis, habe ich das Gefühl. Egal, ob du... etwas frischere Patties kaufst oder die, oder wenn du dir das umrechnest, die größeren kosten immer so, ich sag mal 1,50 € pro Stück ungefähr. Genau. Dann habe ich einfach für den Vorrat und falls wer weiß, was passiert, zweimal das hier mitgenommen. Das ist Hähnchengärtnerin und das ist so lecker. Oh, Leute, das mag ich so gerne. Ich finde das richtig, richtig gut. Mit Reis dazu und dann ist es super gut. Das packe ich auch mal hier oben hin. Weiß ich nicht, wie viel das gekostet hat. Ich glaube, 2 Euro irgendwas kostet das immer, meine ich. Aber das ist auf jeden Fall auch wert. Und dann haben wir einmal Fischstäbchen mitgenommen, die günstige Variante für 2,89 €. Irgendwo habe ich es neulich gesehen, aber da musste ich danach noch irgendwo anders hin. Ich weiß es nicht. Ich konnte die auf jeden Fall nicht kaufen, weil ich, ne, wie gesagt, danach noch unterwegs war. Da haben die weniger gekostet. Deutlich weniger. Aber ansonsten, egal wo ich gucke, überall 2,89 €. Und die von Iglo, glaube ich, 4 Euro oder so. Das sehe ich leider nicht ein. Genau, das ist Fischstäbchen. Genau, Fischstäbchen soll es auch geben am Samstag, wenn die Kinder wieder da sind. Dadurch, dass wir Freitag bei der Hochzeit sind, kommen die Kinder erst am Samstag und ja, genau. So, ich mache jetzt einfach mal ganz schnell weiter, weil die Laune noch okay ist. Toi, toi, toi. Ich habe einmal Burgerbrötchen gekauft, diese XXL-Brötchen mit Sesam, da sind immer 4 Stück drin. Ich glaube, in der anderen Packung sind 6 oder 8 drin mit den kleineren, das weiß ich aber nicht genau. Das ist auf jeden Fall das. Das kann ich auch wieder hier hinlegen eigentlich. Und brottechnisch habe ich noch einmal diese Baguette-Brötchen gekauft, weil ich die gerne demnächst nochmal mit Salami und Käse überbacken möchte. Das haben wir neulich schon gemacht, das fand der Mann ganz gut. Und deswegen, ja, können wir das nochmal machen, so als Snack, wenn man irgendwann mal so einen kleinen Mittagssnack braucht oder so. Ja, das muss man mal erstmal kurz zeigen gleich. Und dann kannst du es haben. Aber du kannst das hier schon haben, wenn du willst. Möchtest du dir das angucken? Mein Portemonnaie. Mal gucken, wie lange das gut geht. Genau, Toast oder irgendwelches anderes Brot habe ich nicht gekauft. Ich habe noch Brot da, mein Vital und Fit. Und das Toast vom Aldi finde ich ja nicht so geil. Deswegen, ja, muss ich das noch woanders besorgen. Das ist natürlich eine blöde Idee gewesen von mir. Natürlich. Du kannst dieses haben. Guck mal, hier unten ist der Bommel drin.
Tupperware ist immer ein gutes Spielzeug. Immer, eigentlich. Genau, dann machen wir weiter mit der Obst- und Gemüsekategorie. Und da muss ich sagen, Äpfel sahen überhaupt nicht gut aus, fand ich also für den Preis überhaupt nicht ansprechend. Da gehe ich lieber zum Apfelhof und besorge mir welche oder bei, keine Ahnung, Markt kaufen und so. Einen haben wir aber auch noch da. Wir haben noch unsere Honigmelone und wir haben noch Pflaumen ein paar da. Nur das, du Bescheid bist. Und Paprika und irgendwas anderes Gemüsemäßiges haben wir auch noch. Wir haben jetzt an Obst eigentlich nur Weintrauben neu gekauft. Die waren nämlich alle. Die essen wir noch fleißig hier. Dann haben wir einen Eisbergsalat. Ich glaube, die Weintrauben haben 1,79 € gekostet und der Eisbergsalat 1,25 € mittlerweile. Also, ja. Dann eine Gurke für 99 Cent. Auch gerade ziemlich teuer. Das brauchen wir beides für unsere Burger. Und Matteo isst auch gerne Gurke. Und ansonsten der Salat kommt dann für die Kaninchen. Der Rest. Hey, nicht so laut hier. Banane haben wir auch noch gekauft. Auch noch ein Obst. Die lag hier neben der Honigmelone. Und die liegt halt hier, weil sie hier immer liegt. Und deswegen bin ich irritiert. Banane, ich glaube, die kosten ja immer 1,19 € pro Kilo. So, wartet kurz. Hätte ich spoilern sollen, dass ich jetzt da abbeiße und das aufess. Sorry an alle, die ein Problem damit haben. Nur mein Kleiner kann noch oder soll noch keine ganzen Weintrauben essen. Sondern hey! Immer halber. Es kann passieren, dass ich hier gleich nochmal was schnibbeln muss. Wir gucken mal, ob wir. Hey, willst du mich umschubsen? Ob wir weitermachen können. Was kannst du auch haben zum Spielen? Also, wir kommen am besten als nächstes zur Pudding-Kategorie. Da gab es, ich glaube, für 49 Cent im Angebot Grand Dessert von Ehrmann. Double Choc habe ich zweimal mitgenommen. Ich glaube, die günstige Variante kostet irgendwie eine 50, 60 Cent. Deswegen habe ich jetzt einfach die mitgenommen. Das ist kein Spielfall. Nein. Dann habe ich dreimal Erdbeersahnejoghurt mitgenommen. So einen günstigen. Für Mirko, für die Arbeit. Und einmal die Milchmäuse, diese Pudding-Dinger hier. Die haben wir ja schon öfter gehabt. Genau, das war heute so unsere Pudding-Ausbeute. Ja, warte, geht gleich los. Geht gleich los. Bitteschön. So wird man aber dazu genötigt, auch mal ein bisschen Obst zu essen. Dann haben wir. Lass die Gurke da mal liegen, bitte. Einmal Wurst mitgenommen. Barbecue, Thüringer Rostbratwurst. Wurst. Ich weiß gar nicht, wie lange ist sie denn gut? 13, 10, auch Ewigkeiten. Ich will demnächst mal wieder Mirko sein liebstes Essen machen. Mit diesen Nudeln, braune Soße, Zwiebeln und Wurst irgendwie. Das gibt's mal wieder. Dann habe ich einmal Hackfleisch mitgenommen, gemischt. Für die Bolognese. 3,99 €. Die Würste 3,79 €. Ich glaube 39 Cent. 1,99 €. Ihr seht schon, das klappt nicht so gut bei mir. Dann haben wir einmal Eier mitgenommen. 1,99 € stand über meinen Haupt. Müssen gar keine Kommentare zukommen. Dann haben wir einmal Butter mitgenommen. Ich glaube, die kostet 2,09 €, meine ich. Und ich wollte mal wieder die Butter haben, weil die andere doch ein kleines bisschen anders schmeckt. Und ich liebe halt Butter. Und da ich bald meine Diät wieder anfange und es dann mit Butter wieder mau wird, habe ich gedacht, ich gönne mir nochmal. Genau. Dann habe ich einmal Hirtenkäse mitgenommen. Zum Grillen, damit ich mein geiles Feta-Paket wieder machen kann. Freue ich mich schon sehr drauf. Das esse ich sehr gerne zum Grillen. Dann einmal Gouda-Käse. Die sind hier von Meine Käsetheke. Da sind ganz dünne Scheiben drin. Das ist, glaube ich, ganz cool. Ja, kriegst du das nicht raus, oder was? Bitteschön. Da sind dünnere Scheiben drin. Zum Überbacken halt ganz cool. Dann für den Mann einmal Schweinebraten. Und einmal Schwarzwälder Schinken. 1 € irgendwas. 1 € irgendwas. Keine Ahnung. Dann haben wir Hähnchenbrust. Mutti. Also mich. Und einmal Spinatwurst. Die hatte ich ja neulich schon. Die fand ich ganz nett und wollte die einfach normal kaufen. Und beim Aldi gefallen mir die anderen Salatsorten. Sorten? Irgendwie nicht so gut. Genau. Das ist das. Dann in Sachen Konserven habe ich was mitgenommen. Einmal passierte Tomaten, einmal gehackte Tomaten. Beides für die Bolognese.
Genau. Und dann habe ich noch eine tolle Konserve mitgenommen, und zwar Riesenbohnen, weiße Riesenbohnen in Tomatensauce. Das ist hier so griechische Woche oder sowas, ist glaube ich gerade beim Aldi. Da gibt es ganz viele griechische Sachen. Und ich liebe diese dicken Bohnen in Tomatensauce, die sind echt lecker und ja, das ist für mich. Genau, und dann habe ich Cornflakes mitgenommen. Zweimal diese Kellogg's Schoko, die eine Packung liegt da im Chaos. Die haben nämlich nur 1,99 gekostet und es sind auch super winzige kleine Packungen. Was kann ich da mal dagegen halten? Keine Ahnung, wie so ein Tetrapack vielleicht. Also damit ihr seht, es ist winzig. Aber diese winzigen Packungen kosten, glaube ich, sonst 2,79, 2,99 oder so. Und für 1,99 habe ich gedacht, nehme ich auf jeden Fall zwei Packungen mit. Wir lieben die ja im Moment. Die sind sehr viel leckerer als die günstigen und deswegen, wenn die schon mal im Angebot sind, nehme ich gleich zwei mit. Habe ich nämlich beim letzten Mal nicht gemacht und es bereut. Dann habe ich einmal Crunchips mitgenommen. Mache ich sonst eigentlich auch selten. Ich kaufe immer die günstigen. Aber die sahen interessant aus. Roasted, Smoky Paprika Geschmack. Und ich glaube, dass die ganz cool sein könnten. Ich habe bei diesen Riffelchips immer die Angewohnheit, dass ich so die Riffel einzeln abkau. Also ich kau immer so ab irgendeinem Riffel und dann den nächsten und den nächsten. Also eine sehr schwierige Patientin, was das angeht. Genau, und dann war noch ein Angebot, also die waren für 1,39, glaube ich. Und für 99 Cent waren diese Milch-Jumbos im Angebot. Und die mögen ja Mia und Mirko sehr gern. Und deswegen habe ich da zwei Packungen mitgenommen. Können die sich drum prügeln? Genau. Und dann habe ich noch zweimal Milch mitgenommen, einfach um ja, wieder aufzufüllen. Wir haben, glaube ich, noch eine da hinten und eine, also in unserem Vorrat. Und eine aktuell im Kühlschrank noch drin. Genau, ich kaufe jetzt immer mal so ein bisschen. Hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt in dem letzten oder vorletzten Video. Dann habe ich zweimal O-Saft mitgenommen. Ich habe so ein Hautfetzen irgendwie in meiner Oberlippe. Total angenehm. Zweimal O-Saft von Rio Doro. Diesen, der milde. Der war eigentlich ganz nett. Wenn der schön kalt ist, dann schmeckt der richtig gut. Der Kleine hat hier meine komplette Tuba-Sammlung auseinandergenommen und spielt damit rum. Aber alles gut. Solange die Laune gut ist, ist alles gut. Auch von Rio Doro habe ich mitgenommen Früchtekick, Meerfrucht, Apfel, Orange, Maracuja. Das hatte ich neulich schon mal. Noelle hat das sehr gut geschmeckt. Und Matteo darf sowas auch ab und zu mal trinken. Ich hatte neulich wieder ein Gespräch mit meiner Zahnärztin. Die sagt natürlich, das Kind darf nur Wasser trinken, auch keinen Apfelsaft, am liebsten nur Wasser. Aber ich weiß nicht, ob das die Muttis unter euch kennen. Es gibt halt Kinder, egal wie viel Wasser du denen anbietest, und wenn du denen von Anfang an nur Wasser angeboten hast, die einfach immer nur einen kleinen Schluck trinken und keine größere Menge. Und mein Kind trinkt einfach keine größere Menge Wasser am Stück. Und ja, ich habe ihm nur Wasser angeboten, nur Wasser. Und es hat einfach nicht funktioniert. Und ich möchte gerne, dass mein Kind nicht so ist wie ich und immer zu wenig trinkt, sondern mehr trinkt. Deswegen darf er ab und zu auch mal sowas. Oder mit Wasser vermischt oder wie auch immer. Wir waren jetzt gestern essen beim Griechen, da habe ich einen Kiba getrunken, da hat er auch vom Kiba was abbekommen. Und er hat aber echt auch gut getrunken. Und ja, da nun mal auch mal Flüssigkeit in das Kind rein muss, darf er das ab und zu. Ansonsten, wenn ich ihn in seine Trinkflasche hier hinstelle, da ist immer Wasser drin. Also er hat mehrere Trinkflaschen und da ist wirklich immer nur Wasser drin. Aber ab und zu darf er auch mal was anderes. So, und als allerletztes habe ich noch von Hella dieses Kirschwasser mitgenommen. Das hat mir Papa von der Weile mal angeschleppt und das fand ich eigentlich ganz gut. Das kann ich nicht lange hintereinander trinken. Also es ist nicht irgendwie, dass ich sage, oh, heute trinke ich eine Flasche, morgen und übermorgen so ungefähr. Aber mal eine Flasche über den Tag verteilt, ist das ganz in Ordnung. Das geht mal. Und deswegen habe ich mir gedacht, nehme ich die mal mit. Keine Ahnung, wie viel die gekostet haben. Muss ich auf den Baum gucken. Da stand nämlich kein Preis dran. Aber ja. Genau, das war meine Ausbeute. Wenn der Kleine dabei ist, bin ich immer irgendwie ein bisschen tüdeliger, habe ich das Gefühl. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, freue ich mich wie immer über ein Däumchen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.